Und meine Passagiere, die da gerne wo mitfahren und dazugehören. Wir unterscheiden drei Docks, meine Damen und Herren. Das ist wichtig, wir wollen uns bitte merken. Wir unterscheiden zwischen Schwimmdock, Trockendock und Hotdock. War schon auf Probefahrt, wird die nächsten Tage abgeliefert. Bin nach Hamburg. Wenn der mal Ammoniak mitnimmt, dann wird es in dem Moment, das ist ein Düngemittel, umgekehrt, das ist ein Grundprodukt für die Düngemittelherstellung, dann wird es in dem Moment runtergekühlt auf minus 46 Grad, es verflüssigt sich. Den großen Skandinavien werden hier die Aglaberität eben gerade gekommen. Verlässt halb vier den Abend. Das ist eine Rohpackfähre, Personen- und Autofähre. Und ein Stück weiter dann die. Zu einer Seite. Steuerbordseite, unser Traditionsschiff, unser Museumsschiff, eins aus einer Serie. Gelände umrum war 2003 die internationale Gartenschule. Wir hatten damals 2,3 Millionen Gäste zu Besuch. Ruhe. Diese wurde damals im Schutz eingemauert. Schutz vor Plünderung, Schutz vor Zerstörung. Jugendherberge hier drauf, aber hier werden auch noch Geld und Köche aus. Und dann 90 hat ein Amerikaner auch.
aber mit dem Geld ausgegangen. Er wollte eigentlich oben gestalten, das Schiff zum Luxus haben, das Eismeer. Und von da geht es dann an der Halle vorbei und von der hinteren Stirnseite in die Halle. Es ist die modernste Hochschule. Sind die gutartig? Kommen wir ganz gut mit zurecht. Voraus, genau voraus. Dann können wir reinkommen, ein großes Militärobjekt der früheren Volksmarine. Open up! Und für meine Gäste, die das Ansehen wollen, 22 Uhr. Um 22 Uhr verlässt er den Hafen und geht hoch nach Tallinn. Ja, ich denke, das ist durchaus groß genug. Die AIDA-Schiffe sind ungefähr bei 200 Punkten.